Ihre Rückkehr aus dem Urlaub begann ein bisschen personalpolitisch hektisch in Hamburg. Ich hoffe, dass nach diesen ersten Tagen Ihrer drei Trainingslager ein wenig Ruhe eingekehrt ist und Sie, wir haben es ja hier beobachten können, doch sehr zu intensiven Arbeit übergehen konnten. Ich glaube, das war Ihnen auch lieber als das andere. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung heute und vielen Dank für die tolle Organisation dieses Trainingslagers. Ich war ja letztes Jahr schon hier mit Hannover und war da schon gut und jetzt ist es eigentlich ideal, auch hier drüben trainieren zu dürfen. Im Marinestützpunkt hat man heute Morgen gesehen, dass es da auch gewisse Parallelen gibt. Und natürlich sind wir hierher gereist und das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern all meine Mitarbeiter und natürlich auch das Team, um hart zu arbeiten, um viele Dinge besser machen zu können, dann in der Bundesliga-Saison. Dafür muss man hart arbeiten, dafür tun wir alles, was Teamgeist und Ausdauer, konditionelle Aspekte angeht. Da sind wir mittendrin quasi in unserer Planung. Und was das andere Thema angeht, so habe ich das natürlich auch in Hamburg schon beantwortet. Natürlich sind viele Dinge hier und da vielleicht auch mal ein Stück weit störend, aber mich belastet das jetzt nicht, mich motiviert das eher, wenn ich kritisch beäugt werde. Und wenn man die Saison Revue passieren lässt, dann muss man ja auch diese Kritik annehmen und muss versuchen, in allen Bereichen stärker und besser zu werden. Bevor die Kollegen weitermachen, eine Anschlussfrage dazu. Das ist sehr ungewöhnlich mit dieser langen Trainingszeit, die Sie vorgesehen haben, die Sie festgelegt haben. Und ich glaube auch ziemlich neu. Ich hörte neulich mal, dass Freiburg das schon mal gemacht habe. Aber ich glaube, in der Bundesliga ist das ziemlich neu. Ja, es waren gewisse Herausforderungen zu bewältigen in der Planung auf die neue Saison. Und der Oliver und ich und natürlich auch mein Trainerstab, wir haben uns damit beschäftigt, was passiert, wenn wir auch in der zweiten Liga antreten müssten. Und wir hatten natürlich gewisse Fixtermine, wie zum Beispiel unsere Reise nach China, die wir unbedingt antreten wollten und auch werden natürlich. Das war so ein Fixtermin, den wir hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine erste Phase. Und uns ist klar, dass der China-Trip mit den zwei Spielen jetzt sehr intensiv werden wird. Wir haben dort aktuell gestern 40 Grad gehabt und eine Luftfeuchtigkeit von nahezu 80%. Das bedeutet für uns natürlich eine hohe Belastung auf den Organismus. Und deswegen haben wir dann entschlossen gemeinsam, dass wir nach dieser Reise nochmal eine Erholungsphase einstreuen und dann in einer zweiten Phase auch dann mit den Nationalspielern in eine zweite Trainingslagerphase einsteigen, in ein zweites Trainingsprogramm einsteigen. Und ich finde das für mich jetzt persönlich gerade sehr passend. Ich glaube, dass die Spieler das auch zu schätzen wissen, dass sie eine Woche frei haben in einer Phase, wo auch ihre Kinder, wenn sie denn Kinder haben, dann auch Schulferien haben. Das heißt, eine Woche Urlaub ist dann auch nochmal angesagt, zumindest ein Kurzurlaub für 5-6 Tage. Und insofern haben wir das alles ganz gut verpackt, wie ich finde. Und wir versuchen, diese lange Zeit auch mit Leben zu erfüllen, mit Abwechslung zu erfüllen. Dazu gehört nicht nur die Reise nach China, sondern auch solche Trainingsmaßnahmen, wie jetzt zum Beispiel heute Vormittag mit einem ganz tollen britischen Trainer, der uns heute Morgen mal gezeigt hat, was man noch so alles mit seinem Körper anstellen kann. Ja, leider muss unsere Segeltour gestern ausfallen. Das wäre ja auch noch ein Event gewesen. Ja, die beiden Herren stehen Ihnen jetzt hier zur Verfügung und ich gebe einfach mal Feuer frei. Es war heute diese Abwechslung geplant. Wir hatten die ersten Einheiten so geplant, dass wir eigentlich in allen zwei Tagen eine Höchstbelastung haben. Jetzt hatten wir gestern Vormittag, für die Spieler gefühlt vielleicht nach außen gefühlt vielleicht eine beruhigende Belastung, aber im Sand zu arbeiten ist auch sehr verstecktes Beinkrafttraining. Es war jetzt nicht hochintensiv. Dann hatten wir ja den Segeltörn eigentlich geplant über die Förde. Das ist nun leider dem Donner, Blitz und Donner zum Opfer gefallen. Das war sehr schade, das hätte uns auch nochmal gut getan. Und dann wollten wir heute Morgen einen neuen Reiz setzen. Und mit einem Offizier zusammenzuarbeiten ist sehr speziell, finde ich. Und
Wir wollten Einblick auch geben in die Arbeit einer solchen Marineschule. Und es gibt, ich hatte das angedeutet, ein bisschen Parallelen auch, was Führungsstil angeht. Und wir haben natürlich auch in der Teamarbeit etwas zu leisten, genau auch wie die jungen Kadetten, die hier antreten. Und somit gibt es ein bisschen Vergleiche. Die Zusammenarbeit war heute Morgen gefragt, natürlich auch Kraft und Ausdauer, klar. Ein bisschen Geschick war gefordert. Und ich glaube, das sah von außen jetzt mitunter auch lustig aus, aber ich glaube, es war extrem intensiv, was die Jungs da heute machen mussten. Auch schon die Aufwärmphase. Immer mit einem bisschen lachenden Auge dabei, aber doch sehr körperlich anstrengend. Und ja, es war jetzt sehr besonders zu sehen, wie die Jungs auch miteinander arbeiten und wie sie zusammenfinden. Deswegen ist es auf der einen Seite schade, dass noch nicht alle dabei sein können. Aber auf der anderen Seite machen wir hier auch ein Team draus, das uns dann auch in der Bundesliga auf nicht so erfolgreichen Taten führt. Und um das nochmal abzurunden vielleicht, wir fühlen uns wirklich sensationell gut betreut, muss ich sagen. Also muss man wirklich ein großes, großes Lob aussprechen an die Marineschule. Wir können hier alles nutzen. Und es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, wenn man auch die jungen Kadetten oder auch all die hier was zu sagen haben im Marinestützpunkt sieht, wie sie uns unterstützen. Das ist wirklich fantastisch. Ja. Und das ist einfach, auch da merkt man schon, boah, das ist irgendwie eine Truppe, die hält zusammen. Ja, aber es gibt schon die Parallelen. Ja. Also ich glaube, man muss auch ab und zu als Trainer einen etwas dominanteren Führungsstil an den Tag legen. Und dennoch ist ja die moderne Trainerschule vielleicht auch kommunikativer und auch ein Stück weit empathischer geworden. Aber das gilt, glaube ich, auch für die andere Seite. Das gilt auch für die Ausbilder einer solchen Marineschule oder bei der Bundeswehr insgesamt. Ich glaube, dass sich da auch der Führungsstil etwas gewandelt hat. Gerade was das Thema Kommunikation angeht, sind wir, glaube ich, ja, in der Entwicklung sehr ähnlich. Klar, es ist hier straff, hier geht es natürlich auch um Leben und Tod. Ja? Also hier gibt es auch einen anderen wesentlichen Unterschied. Wir können uns jedes Wochenende abfragen, ob wir vieles richtig gemacht haben. Und zum Einsatz kommen ja wahrscheinlich die Kadetten oder auch nachher die ausgebildeten Offiziere relativ selten, um abzuprüfen, konnte ich jetzt einem Menschen das Leben retten oder nicht, oder haben wir alles richtig gemacht in dem Einsatz. Ja, aber das, was ich toll finde, ist, es ist eine Gemeinschaft, es ist toll, auch die Einheiten zu erleben in der Sporthalle, wenn sie selber Krafttraining machen, ganz anders als wir. Es sind auch Kraftgeräte hier vor Ort, die ich bisher noch nie gesehen habe. Also es ist sehr erstaunlich, was es alles für Mittel und Möglichkeiten gibt und auch, was hier für Kräfte freigesetzt werden. Also es hat uns bisher sehr beeindruckt und hilft uns natürlich auch in unserer Arbeit, wenn man auf die andere Seite blicken kann. Und da ist auch Disziplin und Ordnung und Kontrolle. Heute war ja auch viel Kontrolle gefordert und gefragt in diesem Parcours. Und das haben die Jungs sehr gut gemacht. Also zunächst mal haben natürlich der Manager und ich diese Saison in erster Linie mal analysiert und auch das Ende analysiert. Wir haben sicherlich Momente erlebt, auch in der Psyche der Spieler, die man nur in solchen Phasen einer Saison erlebt, wenn es wirklich um alles geht. Ich glaube, wir können sagen, dass wir Spielertypen erkannt haben, die wir vorher so vielleicht nicht im Kopf hatten, ja. Kämpferisch, leidenschaftlich trotzdem, aber auch verunsichert und ein bisschen ängstlich teilweise. Und ich glaube, dass sie jetzt voller Respekt auch in diese Trainingswochen gehen, ein bisschen demütiger auch ihren Job sehen und sicherlich vieles besser machen wollen. Ich glaube dennoch, dass so eine Situation, die wir jetzt gemeinsam erleben mussten, auch zusammenschweißt. Ich habe das auch damals in Hannover ja erlebt, am letzten Spieltag mit dem Sieg in Bochum danach. Die neue Saison war komplett anders, aber natürlich auch mit dem Ansatz harter Arbeit und einem sehr geschlossenen Auftreten. Das haben wir mitunter vermissen lassen. Ja, wir haben auch nicht die Qualität gezeigt, die diese Mannschaft in der Lage ist zu zeigen. Und jetzt gilt es, an den richtigen Schrauben zu drehen, zu arbeiten, in allen Bereichen zu arbeiten, nicht nur was jetzt momentan Ausdauerkraft und dergleichen angeht, sondern auch an der
psychischen Stabilität zu arbeiten, an der Systematik zu arbeiten, an der Flexibilität zu arbeiten. Denn das, was wir momentan ja auch so bei der Fußball-Weltmeisterschaft sehen können, ist, dass es weniger um diese Alpha-Tiere geht, die man vielleicht früher noch hatte. So, ich sag mal, so Beispiel Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, Oliver Kahn oder auch die ganz besonderen Spieler wie Zidane oder so etwas, ja, oder Platini. Oder jetzt haben wir in einigen Teams noch besondere Spieler, Lionel Messi beispielsweise ist noch so einer, der so übrig geblieben ist, aber ansonsten geht es ja eigentlich darum, dass das Team zusammenarbeiten muss und dafür werden wir eine Menge Dinge tun und alles einbringen, dass wir quasi als Mannschaft funktionieren und die Komplexität, wo sich der Fußball hin gerichtet hat gerade, ist sehr, sehr komplex und sehr schnell geworden, dass wir diese Komplexität auch bearbeiten mit einem kompletten Team und nicht mit Einzelkönnern auf den einzelnen Positionen. Also wenn man so will, kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen mit, also weg von Alpha-Tieren, sondern hin zu einem Schwarm. Ja, momentan sind wir ja nicht so stark wie in der letzten Saison, muss man sagen. Wir haben noch keinen Pialasoga unter Vertrag genommen, wir haben auch noch keinen Hakan, der uns momentan hier im Training natürlich auch fehlt. Auch da gibt es ja noch Bedarf. Wir haben keinen Robert Tesche, der jetzt nicht so viele Spiele gemacht, aber schon noch ein paar wichtige Spiele machen konnte und machen musste. Und wir haben auch keinen Thomas Rincón mehr in der Mannschaft. Also wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, müssen wir sagen, sind wir momentan nicht so stark besetzt, wie wir uns das wünschen. Aber da arbeiten wir dran an allen Fronten. Wir gemeinsam auch mit unseren Kollegen im Vorstandsbereich natürlich auch und auf der sportlichen Leitungsebene. Wir tun alles, aber Sie kennen die Situation momentan gerade. Es läuft nicht so flüssig. Der Übergang ist natürlich schwierig. Keiner möchte jetzt die Entscheidung dann auch fällen. Und deswegen bin ich jetzt ja schon auch geduldig, was nicht bedeutet, dass ich irgendwann auch möchte, dass wir den Kader komplett haben und dann gerade wenn es dann um die zweite Vorbereitungsphase geht, dann alle auch an Bord haben möchten. Aber das geht dem Manager genauso wie mir und das geht auch den Jungs auf dem Platz genauso. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht ganz genau, welche Versprechen es gegeben hat. Und ich glaube auch, dass wir auch aus dem Club heraus Stärke zeigen müssen und jetzt nicht nur darauf hoffen sollten, dass wir über Gönner Gelder generieren und damit Spiele einkaufen können. Wir freuen uns alle darüber, wenn Herr Kühne uns unterstützt. Das ist ja unbestritten so. Aber wir müssen ja auch die Möglichkeit für uns erarbeiten, mit dem HSV finanziell wieder besser gestellt zu sein, um auch Transfers tätigen zu können. Daran arbeiten wir. Ich denke, ich kann das sagen und darf das sagen, Oliver, auf allen Ebenen, in allen Bereichen versuchen wir das zu machen. Es ist ein bisschen zäh, ja, gerade. Für uns alle auch zäh, weil wir natürlich auch mit Spielern in Kontakt stehen, die gerne zu uns wechseln wollen, die wir auch gerne in unseren Reihen hätten. Aber der Zeitpunkt ist nicht gekommen, um hier diese Entscheidung dann auch zu finalisieren. Gut, bei Pierre ist es so, dass es jetzt diese Woche mal ein Gespräch gab mit der Hertha, das ist bekannt. Und wir dort auch uns die Vorstellungen der Hertha angehört haben, gleichzeitig auch ihnen unsere Vorstellungen präsentiert haben. Und auch da ist bekannt, dass wir da noch um einiges auseinanderliegen. Deswegen herrscht da momentan etwas Stillstand. Natürlich wünschen wir uns alle, vor allen Dingen der Trainer, dass Pierre, der auch jetzt natürlich brennt, endlich wieder Fußball spielen zu können, so bald als möglich hier in Hamburg wieder mit der Mannschaft mittrainieren zu können. Wir suchen nach einer Lösung, wir sind dran, aber der Stand ist einfach der, dass da beide Parteien noch einfach zu weit auseinander liegen. Aber wir hoffen, dass wir da schnellstmöglich auch eine Einigung oder eine Annäherung finden werden. Bei Hakan ist es so, dass ja, die Wechselabsichten von Hakan sind bekannt. Er will weiterhin nach Leverkusen wechseln. Wir sehen das etwas entspannter. Wir sagen, Hakan ist Vertragsspieler beim HSV und eigentlich erwarten wir Hakan auch nach seiner Gesundung wieder in Hamburg. Wann das sein wird, wird man sehen.
Er ist ja bis 15.07. krankgeschrieben. Und auch da muss man schauen, wie es weitergeht. Nein, davon gehe ich jetzt erstmal grundsätzlich nicht aus. Ich denke, dass wir nach unserer Rückkehr aus dem Trainingslager dann ja auch wieder zusammensitzen und wieder abgleichen, wie weit sind wir bei dem einen oder anderen Fall. Aber wir wollen eine bessere Saison spielen, wir wollen erfolgreich Fußball spielen, wir wollen stabiler stehen, wir wollen genauso torgefährlich bleiben. Wir haben ja relativ viele Tore erzielt. Und momentan fehlen uns in unserer Offensive mit Pierre noch ein Spieler, den wir hoffen verpflichten zu können. Und mit Hakan ein Spieler, der aktuell leider nicht gesund ist. Insofern müssen wir etwas tun und das werden wir auch. Der Zeitpunkt ist halt die Frage, ja, wie schnell kriegen wir das hin, dass wir diese Strukturveränderung dann auch nutzen können, um die Mannschaft zu verstärken. Ja, das gilt ja grundsätzlich mal für alle Spieler, die jetzt auch später kommen. Wir haben ja ein gewisses Programm uns erarbeitet. Und natürlich ist es so, dass die Spieler das auch nachholen müssen. Ja. Also wir haben ja quasi einen Aufbauplan für jeden Spieler und müssen darauf achten, wie die Trainingseinheiten bei den Nationalmannschaften waren. Natürlich hat der Rafa jetzt auch seine Pause auch nicht nur damit verbracht, am Strand zu liegen, auch wenn die Fotos in der Zeitung den Eindruck gemacht haben, sondern er hat sicherlich auch eine gewisse Fitness dann an den Tag gelegt. Wie er gestern angekommen ist, macht einen sehr guten Eindruck. Ist gesund, kann voll einsteigen. Wir werden ein bisschen aufpassen natürlich bei der Intensität. Aber klar ist, dass wir alle Spieler auf einem Stand bringen müssen, der uns in der Bundesliga hilft. Und dazu wird sicherlich auch am Montag unser leistungsdiagnostisches Verfahren in der Auswertung Aufschluss geben darüber, was der eine oder andere noch nachholen muss. Daran vielleicht noch angeschlossen, wie klären Sie eigentlich die Kapitänsfrage in dieser Saison? Ach, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Prinzipiell darf die Mannschaft einen Mannschaftsrat wählen von 5 Spielern. Und aus diesem Mannschaftsrat werde ich den Kapitän und den Vizekapitän bestimmen. Gibt es eine Chance für die Zuschauer, morgen Van der Vaart in Weiche zu sehen? Ja, davon gehe ich aus. Auf der Bank oder auf dem Spielfeld? Auch auf dem Spielfeld, der will doch gerne Fußball spielen, oder? Wunderbar. Also Katscha möchte ich sicher nicht loswerden. Also er macht auf mich einen außergewöhnlich guten Eindruck. Heute Morgen, ja, selbst bei so einer Einheit, hat er die zweitbeste Zeit gehabt. Also Goiko ist, glaube ich, auch befreit jetzt momentan in seinem Auftritt. Wir haben uns unterhalten, wir haben ein sehr intensives Gespräch geführt. Es war klasse, er hat sich total gefreut, dass ich ihn betrachte als ganz normalen Kaderspieler mit der Chance natürlich auch, hier sich seinen Platz zu erarbeiten, zu erkämpfen. Und das bestätigt er für mich aktuell in jeder Trainingseinheit. So muss er weitermachen, ja, mit dieser Präsenz, auch mit diesem Siegeswillen, den er in sich trägt. Bei jedem kleinen Spiel, was wir machen, will er gewinnen. Das brauchen wir. Das ist etwas, was ich auch fördere. Deswegen ist der Goiko sicherlich ein Spieler, der uns helfen wird. Und ich habe das ja auch nicht zu beurteilen, was jetzt gewesen ist, ja, sondern ich beurteile das, was ich selber sehe. Das war bei Boban Rajkovic auch so, der wird ja hoffentlich auch dann im September hoffentlich wieder zu uns dazustoßen können, der auch einen tollen Eindruck auf mich gemacht hat, schon in der ersten Trainingswoche. Ich arbeite mit den Spielern, die mir zur Verfügung stehen und das macht mir große Freude. Und ich denke jetzt überhaupt nicht an irgendeinen, den ich abgeben könnte, weil unser Kader ist aktuell nicht so groß, dass ich sage, ich möchte 2 loswerden. Zu früh. Das ist zu früh, das zu beurteilen. Das dauert schon ein bisschen, bis die jungen Spieler sich akklimatisieren, die dann von der U19 kommen oder teilweise von der U23 in den Profikader. Das dauert etwas. Die erste Phase ist nervös, unruhig, mit einer hohen Belastung. Die Trainingseinheiten und selbst die kleinen Spielformen, die wir machen, sind für sie ja doppelt anstrengend, weil sie hypernervös sind und keine Fehler machen wollen. Darauf muss man sehr achten. Und das entwickelt sich dann irgendwie nach 3, 4, 5 Monaten, ob sie dann wirklich diesen Sprung schaffen, dauerhaft Profi zu sein. Heute ist letztlich ein Profi, jeder andere auch, man muss sich durchsetzen und hat natürlich Konkurrenten auf der Position.
Und dann muss man einfach auch seine Klasse und seine Stärke zeigen. Und man muss natürlich auch als Trainer dann das Risiko eingehen, zu sagen, ja, ich bin überzeugt, dass du das kannst, die schmeiße ich jetzt mal rein. Das war jetzt bei Schalke oder Hannover, war das teilweise so. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir in Hamburg Talente entdecken und jetzt auch Talente verpflichtet haben, die diesen Sprung schaffen können. Das wäre super. Sehr unterschiedlich bei beiden. Also der Maxi wird unsere China-Reise nicht mit antreten, weil wir einfach im Reha-Prozess noch nicht so weit sind, dass er dann auf dem Platz normal trainieren kann. Das dauert noch ein bisschen. Und bei René hoffen wir, dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch die Trainingseinheiten torwartspezifischer gestalten können, sodass er dann auch mitreisen kann und wir dann vielleicht in unserer Trainingszeit in China ihn dann schon wieder mehr belasten dürfen. Also sehr unterschiedlich, was die beiden angeht. Ja, das ist unterschiedlich. Gestern haben wir zum Beispiel zusammengeguckt, klar. Das Deutschland-Spiel ist jetzt irgendwie speziell. Und dann waren wir alle zusammen und haben das auf einer Großbildleinwand geschaut, die dann auch immer da ist für uns. Manchmal schauen wir es in kleinen Gruppen, im Trainerstab, mit dem Manager zusammen oder auch mal mit dem einen oder anderen Spieler, wenn es dann auch um Teams geht, wie beispielsweise neulich Kroatien oder so. Da haben wir ja auch ein paar bei uns in der Mannschaft, die sich da speziell interessieren. Oder Bosnien-Herzegowina, wie Zlatan Bajramovic, der natürlich sich gefreut hätte, wenn sie auch das zweite Spiel gewonnen hätten. Also es gibt immer so kleinere Gruppen. Heute Abend ist mal kein Fußball, heute Abend ist Fantreff, wo wir uns dann nochmal präsentieren. Wo das genau ist, weiß ich nicht, aber das wissen Sie vielleicht, ne? Ja, das ist nicht weit weg. Insofern haben wir auch den spielfreien WM-Tag. Also taktisch gab es hier und da schon Überraschungen. Ja, wir haben ja ganz viele Mannschaften mit Dreierkette gesehen, beispielsweise, die sich dann auch zu einer Fünferkette gebildet hat. Wir haben teilweise auch Mannschaften gesehen, auch wie die Amerikaner gestern, die ja nominell vielleicht mit vier gespielt haben in der Defensive und dann plötzlich standen auch mal sechs nebeneinander in einer Sechserkette. Das zeigt natürlich auch die Dominanz der deutschen Mannschaft. Ja, dann lassen sich die Gegner sehr häufig dann auch hinten hineindrängen. Wir haben Mannschaften gesehen, wie beispielsweise Chile, die wahnsinnig dynamisch sind, extrem zweikampfstark, auf dem Platz, überall in Ballnähe, mindestens mit zwei Spielern sofort attackieren. Fit, also die Fitness spielt eine ganz große Rolle. Und Mannschaften, die eher so über systematische Elemente kommen, viel Ballbesitz, wie die Spanier, auch die Italiener haben wir ja immer mal so auf dem Zettel gehabt als Mannschaft, die ins Halbfinale einziehen kann, die sind jetzt schon mal gar nicht mehr dabei. Ja, also es geht schon sehr, sehr viel über Kraft und Fitness und diesen ja, vorher schon beschriebenen Teamgeist. Alle müssen alles machen und man muss gemeinsam Lösungen finden für die Prozesse, die auf dem Platz vielleicht funktionieren müssen. Standardsituationen haben wir sehr viele Tore gesehen. Übrigens sehr, 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 sehr viele Standardtore sind gefallen bisher. Offensiver, dass wir noch mehr Gegentore kassieren, ist eine gute Idee. Nein, wir werden verschiedene Systematiken jetzt in der Vorbereitungszeit spielen und auch trainieren. Vielleicht überwiegend im 4-4-2, aber auch da kann es zu einem 4-3-3 übergehen. Also da dürfen wir uns auch nicht so sehr festlegen, weil wir müssen auch flexibel reagieren können. Ja, wenn wir darüber reden, dass Fußball sehr komplex geworden ist, dann sollten wir uns da vielleicht auch entsprechend anpassen. Kommt darauf an, wie es außen aussieht. Die äußeren Typen sind natürlich auch sehr speziell. Also es können Stürmertypen sein, es können Mittelfeldspieler sein. Also das wird sich auch immer mal wieder anders darstellen, entsprechend an dem Gegner orientiert manchmal auch. Aber wir wollen natürlich schon schauen, dass wir vor dem Tor das Zentrum besser besetzen als noch in vielen Spielen der Rückrunde. Ja, es ist ja oftmals so, dass die Aufsteiger gerade in den ersten Partien auf sich aufmerksam machen. Und ich glaube, dass sie voller Euphorie und Leidenschaft und natürlich auch mit einer sehr ausgeprägten Fitness antreten werden gegen uns, weil für die ist das ja ganz besonders. Die Kölner sind gefühlt jetzt für mich ja immer Bundesligist. Also die Stimmung wird herausragend sein beim ersten Spiel in Köln. Wir nehmen diese Herausforderung an.
Wir freuen uns darauf und unabhängig davon, wie dieser Spielplan aussieht, wir wollen erfolgreich sein. Und ob das jetzt zu Hause gegen Paderborn ist, in Köln oder auch in den darauffolgenden Partien, Hannover beispielsweise oder Bayern München, wir werden immer versuchen, unser Bestes zu geben und die Spiele für uns zu entscheiden. Also wir wären gerne in einem etwas sicheren Fahrwasser, ne? Sollte etwas, wir würden uns gerne sehr schnell von den Abstiegsplätzen verabschieden, das ist völlig klar, aber das wollen alle in der Bundesliga und ich glaube, es ist jetzt momentan auch nicht der Zeitpunkt, um über Saisonziele zu sprechen, sondern jetzt ist erstmal der Zeitpunkt, für alle Beteiligten den Job zu machen, einen Kader zusammenzustellen, der ideal ist für den HSV, der unsere Fans begeistert. Und wir müssen mit diesem Kader so arbeiten, dass er top organisiert und von der Fitness her vielleicht einen Schritt voraus sein kann.